Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele im Libanon sind binnen 24 Stunden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mindestens 60 Menschen getötet worden, 168 weitere seien verletzt worden. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn des Konfliktes zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz vor gut einem Jahr im Libanon auf mehr als 2200. Israel wiederum wurde von der Hisbollah vom Libanon aus mit zwei Drohnen angegriffen. Eine davon schlug in ein Gebäude ein. Damit schauen wir nach Beirut zu unserem Kriegsreporter Ibrahim Naba. Guten Morgen, Ibrahim. Ja, der Libanon spricht von mindestens 60 Toten und über 160 Verletzten nach den jüngsten israelischen Angriffen auf die libanesische Hauptstadt. Wie erlebst du im Moment die Situation? Ja, die wichtigste Entwicklung hier vor Ort ist, dass der Krieg jetzt auch wirklich im Zentrum von Beirut angekommen ist. Zuvor hatten wir ja immer wieder auch mit euch in den Tagen zuvor berichtet, dass die südlichen Viertel von Beirut und natürlich der Südlibanon selbst an der Grenze zu Israel Mittelpunkt der Kämpfe sind. Jetzt gestern Nacht sind eben auch mehrere Bomben hier im Zentrum, etwa 2 Kilometer von uns entfernt, eingeschlagen. Wir waren da gestern auch an einer der beiden Stellen im Viertel Basta. Dort sind allein mehrere Menschen und Dutzende weitere verletzt und getötet worden. Das ist schon massiv, wenn man das sieht. Das erinnert teilweise auch an die Bilder, die wir da aus Gaza gesehen haben. Natürlich noch nicht in der Dimension, aber Israel macht klar, dass man hier überall, auch in der Stadt, weiterhin versucht, Kommandeure der Hisbollah auszuschalten. Und das Problem auch für Menschen in anderen Vierteln ist aktuell, dass man nie mehr sicher sein kann, wer eigentlich im Nachbarhaus lebt. Denn es sind jetzt insgesamt 600.000 Menschen auf der Flucht im Libanon. Und die kommen natürlich auch in christlichen Vierteln wie hier, wo ich jetzt gerade stehe, in Ashrafieh unter. Und die Sorge bei den Verantwortlichen ist eben, dass da auch Hisbollah-Kommandeure oder Offiziere in den Häusern unterkommen und man so auch ins Visier gerät von Angriffen. Und gestern dieser Angriff, also diese Stelle, wo wir waren, das war zwar auch teilweise ein schiitisch geprägtes Viertel, aber da leben auch ganz viele andere Menschen, also auch Christen, auch sunnitische Muslime. Also die Sorge ist vor allem bei den Menschen hier sehr groß, dass die Einschläge eben auch bei ihnen in den Vierteln ankommen. Ibrahim, danke für diese aktuellen Informationen aus Beirut.